Heute probieren wir Instagram-Filter an unserer Figur aus. Klappt das und wie wird das aussehen? Ich habe diese eigentlich noch nie benutzt. Mal sehen, was uns erwarten wird. Okay, dann lasst uns mal beginnen. Hier unten kann man wo wechseln. Ja, und oh, das ruckelt, ja. Oh, das ist ein Blush-Filter. Funktioniert das? Ja, man muss nur hier ran. Super, lass uns Spaß haben damit. Funktioniert das auch beim Pferd? Nee, okay, ich glaube nicht. Ein Glitzereffekt, oh, der ist so hübsch. Und sowas habe ich auch, glaube ich, schon mal gesehen. Hier passiert nichts. Ist das der Hundefilter? Mit der Nase und den Ohren? Oh, nein, das sieht irgendwie grausig aus. Das ist der nicht, den ich meine. Schnell weiter. Unter Wasser. Das Wasser sieht irgendwie genauso aus wie ein Spiel, oder? Aber die Reflexion. Oh, gut. Sieht echt cool aus. Oh, ist das rot. Albtraum. Nein, wir gehen weiter. Alles voller Ichs. Was gibt's denn noch so? Den Filter finde ich ja super. Oh, der ist ja cool. Also, der ist echt toll. Den brauchen wir definitiv in Star Stable. Hier ist der Hundefilter. Nach dem habe ich gesucht. Oh, der ist ja süß. 10 von 10. Und sogar die Ohren bewegen sich. Der ist toll. Das ist creepy. Richtig gruselig. So aus so Horrorfilm, oder? Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so wirkt. Vielen, vielen Dank an Ariane und bitte probiert es einfach mal aus. Deine Figur wird wirklich erkannt. Sag mal, bekommst du auch ab und zu Werbung von Star Stable auf dein Handy? Also ich eher nicht, aber Harry bekommt Werbung von denen. Und da wurde das hier angezeigt. Pferde, aber das sind nicht die neuen Pferde, das sind die legendären alten Pferde. Warum bekommt man das hier als Werbung? Ich meine, die Werbung ist auch neu. Die ist jetzt nicht 2 Jahre alt oder so. Wir wissen ja, diese gibt es nicht mehr zu kaufen. Also war diese Werbung eher unbeabsichtigt und man wollte die neuen zeigen? Oder soll die irgendwann jetzt wieder zurückkommen? Zu einem Event oder so? Denn bei meiner Umfrage, was die Spieler zurückwünschen, waren die Fjordpferde ganz klar auf Platz 6. Welche Pferde aber definitiv bald kommen werden, sind Halloween-Pferde. Das kann man hier schon sehen in der Vorschau. Für mich hört sich das Lava-Pferd am Schwanzen an. Und ein wichtiger Hinweis. Kaufe keine Stallhilfe über die Star Stable Friends App. Denn das rät uns Tulpe. Sie sagt, wenn man das macht, wird nur das Pferd gepflegt, was du aktuell reitest. Alle anderen Pferde im Stall werden ausgelassen. Also kauf lieber Stallhilfe ganz normal hier im Spiel. Und jetzt gibt es wieder die Instagram Post der Woche. Wenn man irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann stimmt irgendwie alles nicht. Toll, wie sich Hände und Füße irgendwie unabhängig voneinander bewegen. Vielen Dank, Finja. Schon mal den Blick eines Pferdes unter Wasser gesehen? Nein, es macht wirklich große Augen, wenn du es betrachtest. Vielen, vielen Dank an Alec. Stell dir vor, du besuchst die Bibliothek, gehst dort in den Keller und siehst Alex auf den Stuhl. Aber nicht sitzen, sondern stehen. Gut, sagst du, gehe ich wieder raus. Und dann bemerkst du, irgendwer hat die Treppe wieder eingezogen. Ich sitze hier unten also fest. Hi Jess, guck mal, ich habe die Night Dust Quest angenommen und bin jetzt irgendwo hier gelandet, weil ich in diesen verwandelten Anvir reingerannt bin, aber irgendwie macht das gar keinen Sinn. War das bei dir auch so? Nein, definitiv nicht. Ja, schicker Pulli, sage ich da nur. SOS, ein Shopkeeper am Boden. Keine Ahnung, was uns umgehauen hat, aber es muss ziemlich heftig gewesen sein. Vielleicht waren es ja die Starcoins-Preiserhöhung. Oh oh. Dieser Sprung wird gar nicht gut enden. Stell dir vor, du machst die Quest mit Frieb. Man erzählt dir, dass Frieb sehr krank sei und nicht aufstehen kann. Nur bei dir steht er aufrecht auf dem Bett und sieht sehr gesund aus. Das ist wohl wirklich ein großer Fail von Star Stable. Wer ist das denn? Auf dem Buch, was du im Comic sehen kannst, was Beatrix hat, ist jemand zu sehen. Farrier's Roan. Ich musste wirklich in Google Übersetzer nachschauen und es bedeutet des Hufschmieds Rotschimmel. Ob es wo die Person ist, die vielleicht vorkommen wird? Ich meine, hier ist irgendwer unbekannt noch drin im Buch. Und nein, ich glaube, im Comic von Star Stable wird sowas nicht zufällig vorkommen. Spannend ist es auf jeden Fall, denn es sieht irgendwie gruselig aus, so für Halloween. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf der Feier und picknicke und hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn du auch mit Tipps oder Tricks schreiben möchtest, dann immer gerne über Instagram. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, hab einen schönen Tag. Tschüss.